Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Land of Italy. Wie ihr seht, habe ich ein paar weitere Kurse hier mit Autodrive eingefahren. Nicht, dass das wirklich gut funktioniert auf der Karte. Aber ich probiere es einfach mal aus. Die letzten beiden Folgen waren ja sehr chaotisch, tatsächlich. Jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen mehr oder versuchen, ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Mal schauen, ob das so hinhaut. Aber ich bin ganz guter Dinge. Ich habe alles wieder abgestellt in irgendeiner Form, jetzt auch vom Händler abgeholt. Ich bringe jetzt hier gerade noch die Sämaschine vom Händler rüber. Und ich habe mir leider auch das Sonnenblumenfeld kaputt gefahren, weil Autodrive und Fruchtzerstörung beißen sich halt. Und ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass die Fruchtzerstörung an ist und bin da reingebrettert, um so einen Feldrandkurs zu setzen. Das ist halt böse in die Hose gegangen. Jetzt haben wir ein paar weniger Sonnenblumen. Kann man nichts machen. Ist jetzt so. Aber okay. Aber um die wollen wir uns heute dann auch mal kümmern, würde ich sagen. Deswegen brauchen wir die hier noch nicht. Oh, ich hoffe, die rollt jetzt nicht gleich nach vorne weg. Nee, sieht gut aus. Stellen wir dich denn mal hin? Ich stelle mir mal hier hin. Er ist ein bisschen beengt hier. Aber kriegen wir schon hin. Platz ist ja immer noch. Sieht halt nur nicht ganz so ordentlich aus. Aber ist schon fein. So, tata. Können wir mal kurz gucken, was haben wir denn jetzt eigentlich alles hier? So, unsere neue Mulch-Mäh-Kombi, die uns den Abhang runtergeschickt hat in der letzten Folge, glaube ich, oder letzte oder vorletzte Folge. Unsere Scheibenegge, alles auf 6 Meter. Auch 6 Meter unsere Walze und Wiesenwalze. Auch 6 Meter unsere Sämaschine. Auch 6 Meter unsere Einzelkorn-Sämaschine. Paar mehr Meter unsere Spot-Spray-Spritze, wesentlich weniger Meter der Flug, auch weniger Meter der Grubber, 8, glaub 7 der Wender, unsere beiden Mähwerke zusammen nicht ganz 6 und ja, der Drescher steht da hinten mit dem Neidwerk. Dann haben wir unseren Ballenwagen, unseren 6 Meter Frontgrubber, Grubber, Schwader, Entschuldigung. Ja, unsere Isaria Maschinen, Wickelkombi, unsere Pressen, der geliehene Streuer und unser Sammelwagen. Und auf der anderen Seite, ja, hier habe ich nochmal ordentlicher gestellt, weil die standen so im Weg hier. Ist man schlecht vorbeigekommen. Aber jetzt sind wir auch erstmal wieder ausgestattet, wie ihr seht. Also Gras ist erstmal wieder genug da, Stroh haben wir sowieso genug. Und Heu habe ich oben bei den Pferden ins Lager gepackt. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich nur noch unseren kleinen Zubringer, der versteckt da in der Ecke steht. Den Brandner und hier den Reischanhänger und unser Drescher. Damit ist eigentlich alles einmal überblickt, was wir derzeit an Equipment zur Verfügung haben. Ist schon eine ordentliche Ausstattung, möchte ich meinen. Vor allem, weil wir jetzt schon relativ viel auf diese 6 Meter Breite aufgestockt haben. Da freue ich mich sehr drüber. Das erleichtert die Arbeit sehr. So. Und für heute wollen wir jetzt aber mal das Sonnenblumenfeld angehen, wenn ich es schon kaputt fahre. Hier in der Ecke habe ich noch nichts eingefahren, aber man sieht da hinten Feld 9, Feld 10, dahinter Feld 11 habe ich eingefahren, wobei ich kann es euch auch hier auf der Karte zeigen. Jetzt nehme ich das Schöne, dass wir auch mal springen können. Hier ist eine Wasserstelle, hier wäre eigentlich noch eine, die müsste ich nochmal einfahren. Unsere Feldflächen haben wir, 16, 5, 6, 11, 10, 9, 8, die 28. Hier hinten waren wir noch nicht, das müssen wir nochmal machen. Die beiden Flächen haben wir noch nicht, aber hier die 29 und die 33 haben wir auch. Wir haben den Händler. Ich glaube, hier führt eine Strecke rum. Hier führt eine durch. Hier ist eine verbunden.
in die Richtung hier hinten. Also wir haben noch mehr einzufahren. Hier zum Beispiel der Bereich hat noch nichts. Die Zwischenstrecke haben wir, die auch, aber hier hinten rum sind wir noch nicht gefahren. Und hier der Bereich ist auch noch sträflich vernachlässigt. Also da bleibt noch zu tun. Funktioniert halt auf der Karte nicht an allen Stellen, weil einfach zu eng und zu klein. Ich konnte zum Beispiel bei Feld 33, wo die Sonnenblumen draufstehen, nicht die eigentlich vorgesehene Auffahrt nutzen, weil da ein Tor ist und man würde raufkommen, aber man kommt da nicht wieder runter. Und deswegen habe ich das dann anderweitig gelöst. Aber gut, man muss halt Kompromisse machen, ne? So, jetzt versuchen wir erstmal den Drescher hier wieder irgendwie rauszubekommen. Das Schneidwerk brauchen wir ja gar nicht. Jetzt muss ich mal schauen, wie buxiere ich das denn am besten mal da um die Ecke. So, jetzt. Und das rum. Ja. Gut. Werde ich ein paar Mal korrigieren müssen, aber läuft. Weil wir brauchen ja ein Mais-Sonnenblumengebiss. Und das müssen wir uns ausleihen oder kaufen, je nachdem, wie teuer das ist. So, das hat ja schon mal einigermaßen gut geklappt. So, dann schicken wir dich zum Händler in der Hoffnung, dass du nirgendwo hängen bleibst. Müsste theoretisch klappen. Händler, da ist er. Ich habe Ordner jetzt mal weggelassen. Es tut hier, glaube ich, noch nicht Not. Und schicke ich dich dann schon zur 33? Mich interessiert, wo der dann lang fährt, ob er schon einen Weg von hier aus finden würde. Oh, das sieht gut aus. Er wird jetzt wahrscheinlich einmal hinten ums Weingut fahren. Anders kommt man da halt nicht vernünftig raus. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben ja Zeit. Jawohl. Und die Strecke hier links, die habe ich halt noch nicht eingefahren. Das muss ich noch machen. Also gerade fährt Autodrive, nicht ich. Und ich glaube, diese Größe der Reichsanhänger, das ist so die Benchmark auf dieser Karte. Viel mehr ist da eigentlich nicht drin. Was aber ja vollkommen in Ordnung ist. Die kosten nicht die Welt, haben aber ein gutes Fassungsvolumen. Also von daher bin ich damit fein. Ich muss noch für alle Fahrzeuge die Kurvengeschwindigkeit runterdrehen. Weil anfangs ist unser John Deere hier mit 100% Geschwindigkeit in die Kurven gegangen. Das hat nicht so gut funktioniert. Und auch da hat was nicht so gut funktioniert. Wo bist du denn hängen geblieben? An dem Schild da? Echt jetzt? Okay. Ah, jetzt habe ich die Maus nicht so schnell bekommen. Jetzt sind wir schon vorbei. Immer blöd, wenn das dann nicht hinhaut. Auf dem Weg zur Arbeit hier. 16:40 Uhr im Oktober. Es wird schon langsam, also die Sonne verlässt uns schon langsam. Wir sind hier quasi schon in der goldenen Stunde, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, und da drüben, da sieht man zum Beispiel, hier sind immer so viele schöne Details verbaut, wie dieses Tor.
Die sind dann aber problematisch eben für Autodrive. Hier ist so ein Tor. Hier führt allerdings eine Strecke durch. Die habe ich gesetzt und hier seht ihr den Feldrandkurs. Und der Drescher hat... Ach so, du nutzt hier die vorgegebenen Strecken. Die habe ich gar nicht eingefahren, zu meiner Verteidigung. Und so ein Drescher kommt damit dann schon in Bedrängnis. Interessant. Muss ich die Kurve nochmal korrigieren. Die ist zu weit außen. So, und jetzt seht ihr, ich musste hier die Auffahrt setzen, damit man überhaupt eine Chance hat, auf diese Fläche zu kommen. Nehmen wir mal ein Bildchen mit. Und ich zeige euch gleich auch, warum das so ist. Fruchtzerstörung ist jetzt aus. Wenn man hier mit Autodrive rumexperimentieren will, geht's halt nicht anders. Und wenn wir hier jetzt ein bisschen folgen, dann stehen wir gleich auf einmal in so einer kleinen Straße. Hier, zack. Da habe ich es leider ein ganzes Stück kaputt gefahren, weil dieses Tor hier problematisch ist, können wir hier nicht rausfahren. Reingeht, dann fährt man nach hier weg, kommt da hinten rum. Aber wenn man von hier aus um die Ecke will, dann ist hier so ein Pfosten. Man muss also sehr weit ausholen und dann fährt man vor den Pfosten. Ich habe es mit der Kombination John Deere Reich ausprobiert, hat nicht funktioniert. Andersrum den Kurs setzen macht auch keinen Sinn, dann fährt man hier erstmal ewig weit ins Feld rein. Also kann man auch machen, fand ich aber doof, deswegen habe ich mir die alternative Strecke da gesetzt. So, wir sprinten mal rüber zum Händler. Moinsen! Ich brauche ein Maisgebiss. Haben Sie auch irgendwas im Angebot, was Neues? Nee, noch nicht. Okay, so viel Zeit ist natürlich auch noch nicht wieder vergangen, sehe ich ein. Maispflücker. Was haben wir da und was kostet das denn so alles? Und was haben wir eigentlich als Schneidwerksgröße gerade hier? Das weiß ich gar nicht. Wir haben 5,10 Meter. Die 5,10 Meter, die sind gar nicht mal so schlecht. Ich würde versuchen, jetzt... Also eigentlich habe ich natürlich gerne große Schneidwerke. Ich hätte auch gerne eins zu klappen, aber 1,40 Meter, 6 Meter, das Case, das könnten wir theoretisch sogar kaufen, aber lieber noch nicht. Einfach mal mieten. Auch 6 Meter von Claas, dann würde das zum Drescher passen. Kombinationen. Dafür brauche ich ja einen Schneidwerkswagen. Oder? Nee, das... Oh, guck mal, das ist, die sind ja klappbar. Die nicht? Aber das hier ist klappbar, wenn ich das richtig sehe. Ja! Okay, wir probieren das aus. Mieten. Was kostest du in der Miete? 3.238 Euro. Weiß gar nicht, ob ich so viel Geld mit dem Rest da verdiene. Okay, wir nehmen das mal. Und dann gucken wir mal, ob das passt. Ja, sehr schön. Guck mal, dann brauche ich dann nämlich keinen Wagen, keinen Schneidwerkswagen. Das spare ich mir schon mal. Das ist schön kompakt. Ich glaube, das... Also auf dem ersten Eindruck wird das unser Schneidwerk, unser zukünftiges. Wir werden ja häufiger mal sowas wie Sonnenblumen machen, denke ich. Also das ist schon... Sieht nach einer runden Sache aus. So erkennt man es gar nicht, ne? Zusammengeklappt. Bauen wir es mal an. Bip, bip. Bip, 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 bip. Ach, so schön ruhig hier drin. Was ich jetzt nicht weiß, ist, das ist ungünstig. Muss ich noch etwas connecten? Oder ist alles von selber connected hier? Das sieht mir da nicht verbunden aus, aber ich komme da auch nicht ran. Naja, das ist nicht verbunden, ne? Okay,
Okay, da müssen wir es einmal anders machen. Schade. Und koppel das mal wieder ab. Müssen wir wieder Manual Attach rausnehmen. So. Nochmal überprüfen. Auf der Seite hat man es gut gesehen. Ah, nee, ist aber auch nicht da drin. Okay, und dann muss das da gar nicht ran. Vielleicht war es schon richtig connected. Nun ja. Schauen wir mal. Oh, der ist so ruhig. Das ist toll. Ach ja, warum es auch ruhig ist. Der Verkehr ist noch aus. Fällt mir gerade so auf. Den habe ich noch nicht wieder angestellt. Ich glaube, ich würde sogar da starten. Unser Reich steht nämlich noch im Weg. So, und hier sieht man das jetzt, wie knapp das alles ist. Und wenn da jetzt ein bisschen zu weit ausgeholt wird, dann geht es halt vollkommen in die Hose. So, du musst da jetzt aber einmal aus dem Weg. Weil da wird gleich ein Drescher langfahren. Da der Verkehr geradeaus ist, können wir dich einfach mal eben hier abbellen. So, stört keinen. Oh, sind Straßenabbauarbeiten da hinten, deswegen ist hier gerade nichts los, ne? Dann klappen wir mal auf. Achso, einen Drescher sollten wir auch aufklappen. Oh, modernste Technik am Dominator hier. Oh. Oha. Oha. Sehr cool. Boah. Vielleicht ein bisschen zu neu, dieses Schneidwerk für den Drescher. So, und da wird es dann auch schon hier knapp, tatsächlich. Kannst nichts machen. So, Licht machen wir schon mal an. Und schon hänge ich da an irgendwo fest. Sehr gut. Und jetzt arbeite ich mich einmal vor bis zu unserem eigentlichen Startpunkt. Boah, guck mal, wie viel ich hier kaputt gefahren habe. Das ist so ärgerlich. Dafür brauchen wir jetzt aber einmal genau den. So, ich wollte das nicht mehr sehen, den Part, der kaputt gegangen ist. So, und dann kriegst du jetzt nämlich einen Kursplay-Kurs in der Hoffnung, dass das hinhaut. Ich möchte das jetzt natürlich testen, ob der auch automatisiert abfahren kann. Feld 33 gibt es noch nicht. Gibt es aber jetzt. Job erstellen. Und dann kriegst du deinen Start. Setzen wir den hier hin. Mal kurz gucken, wie er dann in die Reihen reingeht. Wir müssen auf dem Vorgewende starten. 6 Meter haben wir. Ja, das sieht gut aus. Ich hatte nämlich Angst, wenn ich hier starte, dass er dann so rum die Bahn zieht. Das wollte ich nicht. 6 Meter Maisgebiss nennen wir das mal. Jetzt die Frage, wo sein Startpunkt ist. Wahrscheinlich wird er jetzt nochmal zusammenklappen. Ne, er legt direkt los. Okay, gut. Dann müssen wir hier noch einstellen, dass wir auf Feld 33 sind bei Autodrive. Können wir das ausmachen? Wird blockiert, geht schon gut los. Das kann ja nur er sein hier. Blockade wieder aufgehoben. No. Ja, da seht ihr das Problem.
Das hier ist das Problem. Da muss man dann immer einspringen und helfen. Lässt sich halt leider nicht vermeiden. Und keine Sorge, wir werden nicht nur mit Cosplay und Autodrive weitermachen auf der Karte. Ich wollte damit einfach mal so ein bisschen rumspielen. Ab und an ist es sehr hilfreich. Wir werden auch weiterhin Follow Me nutzen. Wir werden selber ernten. Mit Zeitraffern weiterarbeiten. Da ändert sich nichts. Aber ein bisschen rumexperimentieren muss man ja auch mal. Und mich hat einfach interessiert, ob das auf der Karte hier, wie gut es funktioniert. Und wie vermutet, das ist schon so eine Sache. Also wenn man gerade ganz frisch mit Autodrive anfängt, kann einen die Karte vielleicht zum Verzweifeln bringen. Aber das war auf der Italia Emilia auch teilweise so. Aber tatsächlich auch nur stellenweise, ne? Jetzt nicht falsch verstehen. Es gibt auch andere Stellen oder viele Positionen hier, wo das sehr, sehr gut klappt. Gut, dann springen wir mal durch. Ich könnte mir eigentlich noch einen zweiten Abfahrer dazu holen. Natürlich den Renault. Dann kann der nämlich mit dem Brandner mal schauen, ob das mit den Kursen passt. Achso, ich muss ja eh gleich nochmal aussteigen. Ah, das Geräusch ist gut, ne? Und guck mal, wie schön die zueinander passen hier. Unsere Anhänger und der Renault. Die sind ja wie füreinander gemacht. So, ja, jetzt haben wir ja Manual Attach aus. Richtig. Da war ja was. So, auch wenn er nur 40 fährt, beschleunigt er aber ganz gut. Da will ich nicht meckern. Ups, den wollte ich. Weil dann kann ich nämlich mal eben gucken, was denn hier wohl das Problem war vom Drescher. So, der würde hier rumfahren. Okay, die Kurse sind hier in den Kurven. Das sind die automatisch generierten Kurse. Die sind einfach zu weit nach außen gezogen worden. Und dann bleiben die etwas breiteren Geräte natürlich hängen. Logischerweise. So, das müsste eigentlich ausreichen. Fahr mal rüber zur 33. Wir sind schon da. Drescher abfahren auf der 33 und das bringst du bitte zum Hof Silo. So, und jetzt bin ich gespannt, ob das was wird oder nicht. Vorgewende haben wir quasi schon. Das heißt, damit sollte es eigentlich keine Probleme geben. Ach, jetzt ist der Helfer drin. Kann ich die Tür nicht zumachen, oder? Nee, ja gut. Da muss er mit offener Tür fahren. Zweiter Abfahrer kommt auch. Aber wo will der ganz hin? Habe ich nicht gesagt, Feld 33? Ja, habe ich. Okay. Also manchmal suchen die sich ganz interessante Wege. Vielleicht, weil wir gerade im Weg stehen. Er wird jetzt beim Händler drehen. Okay. Na gut, wir gucken mal, ob der ankommt. Solange sie jetzt keine kilometerweite Umwege fahren, so wie beim Euro Truck Simulator, wenn du die Auffahrt verpasst hast. Immer ganz schlecht. Sowas ist auch ganz schlecht hier auf so einer Karte. Da wird der A nicht entladen können.
gucken, ob es passt. Nope, natürlich nicht. So, und dann hat er sich festgefahren. Da haben wir schon die ganzen kleinen ersten Problemchen, die eigentlich immer auftreten, wenn man sich hier in den Vorgewänden befindet noch. Auf den engen Karten, dann gibt es eigentlich immer nur Problems. Jetzt kommst du dazwischen, ne? Gut, der passt da aber gerade ganz gut durch. So, dann machen wir voll. Und dann machen wir das mal alles von vorne. Ja, das halt das Ding dann bei den Ernteaufgaben. Drescher fährt das Rohr aus, bleibt am Baum hängen. Abfahrer ist dann verunsichert, bleibt auch am Baum hängen. Läuft, läuft. Hatte ich gesagt, dass es weniger chaotisch wird? Habe ich nicht, ne? Nee, habe ich nicht. So, bei dir stellen wir schon mal ein. Schicken dich nochmal ums Eck. Weil wir wollen natürlich erstmal den anderen Anhänger voll machen. So. Da kannst du stehen. Wir machen nochmal Platz. Und schließen auch mal die Tür. War ruhig noch ein Ticken vor. Ich weiß nämlich nicht, wo der Drescher jetzt hin will. Weil wir haben ja unseren Startpunkt da irgendwo. Mal überprüfen. Ah, ja, da lang. Okay, da wollte er lang. Dann einklappen. Boah, selbst mit dem Schneidwerk bleibt er dann da hängen. Abfahrt für dich. Theoretisch müsste es passen. Jetzt sollte er eigentlich ordnungsgemäß hier reinziehen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wird blockiert. Ach, hör doch auf. Da ist doch gar keine Blockade. Wir fahren gleich einen Ticken vor, dann passt das. So, jetzt haben wir nämlich auch ein schönes Bild von der Sonnenblumenernte. Dieser Baucontainer da hinten, hinterm Baum, stört mich. Schön mit den beiden Abfahrern hier. In ihrem Sicherheitsorange. Und noch ein Überblicksbild. Er kennt den Drescher gar nicht richtig, ne? Weil die Sonnenblumen so hoch sind. Pass auf. Sehr gut. Jetzt erkennt man den Drescher aber. Sauber. Hier ist was los. Er soll allerdings gar nicht entladen. Ich mache ihm mal Platz, damit er nicht wieder irritiert ist. Ab dafür. Komische Meldung, oder? Ich sehe da keine Blockade. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Können wir den wieder anmachen? Den machen wir auch wieder an. Ah, guck mal, der braucht ja noch Hof-Silo. Hof-Silo. Und dann schauen wir mal, ob das hinhaut. Ich mache euch den Zeitraffer rein, springe ein bisschen hin und her, überwacht das hier alles. Freue mich gerade, dass er jetzt die Auffahrt findet, wie er soll. Und dann machen wir das Feld hier mal fertig. Also glaube ich, mal gucken, ob wir es schaffen. Also bis gleich, Musik ab.
So, Freunde. Der letzte Strommast, der hier, der hat es in sich. Ansonsten hat es ganz gut hingehauen. Einigermaßen. Das ist nicht wirklich 100% rund. Ihr seht, der Drescher ist jetzt quasi voll. Muss entladen werden. Die Abfahrer haben noch so ihre Problemchen. Vor allem, wenn jetzt zum Ende hier die Geraden kürzer werden, dann ist immer schwierig. Und jetzt fühlt sich hier auch keiner berufen. Doch, jetzt. Der Renault fährt los. Der Renault war immer ein bisschen spät dran und hat dementsprechend nicht wirklich abtanken können. Jetzt schauen wir mal, ob sie den Rest hier hinbekommen oder nicht. Wahrscheinlich fährt der Drescher jetzt gleich wieder an. Und dann stoppt der Renault wieder, weil er will den Drescher ja drehen lassen. Mal gucken. Ah, nee, dieses Mal sind sie schlauer. Alles klar. Sehr gut. So, dann haben wir jetzt auch mal so eine volle Ladung hier am Start. Oh, und hier haben wir eigentlich auch ein schönes Bild. Na, ich habe jetzt natürlich viele Bilder gemacht, aber es hat sich auch angeboten. Also muss ich sagen, wenn Cosplay unterwegs ist mit Abfahrer hier, bleibt mir natürlich oder bieten sich mir ganz andere Möglichkeiten, jetzt auch mal ein schönes Bildchen zu machen. Grandios. Und ich war so am Überlegen für Zuschauende, es ist ja gar nicht so der große Unterschied, ob ich jetzt fahre oder gefahren wird, solange ich dabei bleibe und immer mal was zeige. Also kann man zwischendurch durchaus mal machen. Ich musste jetzt an jedem Strommast hier musste ich eingreifen natürlich, weil ich die Kurse ohne Inseln habe berechnen lassen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob diese schmalen Strommasten überhaupt erkannt werden von Cosplay. Die großen schon, aber diese kleinen stellen Cosplay, glaube ich, vor ein Problem. So, Ernte beendet. Theoretisch müsste der Helfer jetzt noch sagen, ausfahren, jawohl. Und wahrscheinlich bleibt der Abfahrer dann genau an dem Strommast hängen. Wer würde denn kommen? Der Renault. Okay. Surprise, surprise. Könnte passen. Könnte aber auch eng werden. Gut, dass der schmal ist. Oh, das ist Maßarbeit hier. So, einmal final entladen. Da klappt sich das Schneidwerk wieder zusammen. Das ist schon abgefahren, das Teil. Perfekt. Also, ich bin sicher, das wird unser Schneidwerk. So, wir haben 69%, 13.702 Liter. Sagen wir mal 13,5. Jetzt wechseln wir hier und sagen, fahr mal ab zum Hof. Als kleiner Abschluss. Gut, wir merken uns 13,7. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier drin haben. 8,1. Das heißt, wir haben 13,21, 8. Vielleicht 9. Die wir hier noch, obwohl ich was kaputt gefahren habe, von der Fläche geholt haben. So, dem habe ich auch gesagt, dass er zum Hof fahren soll. Wir können auf diesem Feldrandkurs in beide Richtungen befahren. Und jetzt schauen wir mal. Ah, ich dachte, der hätte sich den Weg hier durchgenommen. Aber hat er nicht. Wir begleiten das Ganze mal auf der hinteren Position. Der John Deere ist ja ein Ticken schneller als der Renault. Vielleicht holt er dann noch auf. Vielleicht auch nicht. Und dann werden wir sehen, ob der Renault irgendwo stecken geblieben ist. Weil die Zufahrt zum Silo, die ist schon eng. Also ob das vernünftig hinhaut, da bin ich mir gar nicht mal so sicher.
Oh, Renault schon weit vorweg. Holen wir doch nicht mehr auf. Ah ja, und ich bin gespannt, weil aus dieser Richtung kommend habe ich eigentlich einen Kurs eingefahren, dass man hier nach links abbiegen kann zum Hof. Hat der John Deere aber zuletzt nicht gemacht und so wie ich es sehe, der Renault auch nicht. Die fahren nämlich jetzt eine so eine Schlaufe. Ja, du bist zu schnell. Irgendwie, ich weiß nicht, warum sie da nicht hochfahren. Ist in dem Sinne nicht weiter schlimm, weil sie hier einen riesengroßen Kreisel eingebaut haben. Da hinten sieht man den Renault. Und von der anderen Seite kommt er dann auf den Hof drauf. Muss ich mir nochmal angucken, woran das liegt. Vielleicht muss ich einen Punkt früher einknicken lassen. Eigentlich ist alles korrekt verknüpft. Habe ich nochmal kontrolliert. Man sieht ja immer die Pfeile. Es ist alles verbunden. Jedenfalls meiner Meinung nach. Schaue ich mir nochmal in Ruhe an. So, wie man sieht, Renault bremst da vorne schon ab und fährt ein zum Hof. Jetzt bin ich gespannt. Theoretisch müsste der Renault vor uns jetzt abladen und dann wird er wieder zum Feld rüberfahren. Sprich, er macht das Silo dann auch wieder frei. Mal gucken, ob es klappt. Ich bin hier relativ weit außen gefahren. Damit man da vorne auch einigermaßen um die Kurve kommt. Bleibt dem aber dicht auf den Fersen hier. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, genau, Sprit sparen. So, jetzt müsste der Renault geradeaus wieder rausfahren. Jawohl. Perfekt. Ah, der Reisch bleibt aber hängen. Mit dem Drehschimmel geht's. Mit dem Reisch nicht. So, hier seht ihr, wie eng das hier ist. Muss man das noch ein bisschen korrigieren? In der Hoffnung, dass es dann passt. Und für den Moment gebe ich ihm einfach nur so einen kleinen Schubs. So, da müsste es beim nächsten Mal eigentlich hinhauen. Sehr schön. Jawohl, der fährt auch wieder raus. Und dann wird er jetzt auch über das Weingut wieder zurückfahren. Let me see. Sonnenblumen, 23.977 haben wir jetzt. Wir hatten noch einen kleinen Rest von einer Auftragsernte. Und jawohl, da fährt der Renault auch schon wieder. Hier kommt dann auch gleich der John Deere raus. Zap. Ja, hier müsste ja eigentlich alles mit der Kurve hinhauen jetzt. Und wir nochmal gucken. Eigentlich ist hier verknüpft. Also theoretisch müssten die da reinfahren können. So, da hinten kommt der John Deere im Background.
Okay, das läuft zumindest. Die Anhänger dürfen nur auf keinen Fall größer werden. Das ist das Maximum, das hier möglich ist. Okay. Wieder eine hart überzogene Folge wahrscheinlich, je nachdem, ob ich schneide oder nicht oder geschnitten habe. Ihr seht das ja dann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt mal wieder ein bisschen anders. Jetzt einfach mal mit den Helfern gearbeitet. Hat nicht 100% geklappt, aber erstaunlich gut, würde ich behaupten. Next Steps sind dann natürlich hier mit unserem Mulcher rüber und da hinten die Fläche aussehen, aufbereiten. Und dann haben wir noch die Wiese 41, die muss gemäht werden. Da machen wir dann Silage draus. Und dann ist wahrscheinlich auch schon wieder Zeit, mal in die Auftragslage zu gucken, ob sich da was getan hat. Aktuell wahrscheinlich noch nicht. Doch, wir könnten kalken. Aha. Guck mal an. Das ist immer schön. Man bekommt 3.395, denkt man. Aber es werden nur 1.400 überbleiben. Wahrscheinlich halte ich mich von denen fern. Wir hätten hier aber noch eine Sonnenblumenernte auf 37 zur Verfügung. Die bringt jetzt nicht ganz so viel. Wo ist denn 37? Wo habt ihr 37 versteckt? Hier. Ist nah an unserem Hof. Man überlegen, so richtig lohnt es sich nicht. Aber um Kurse einzufahren, dafür lohnt es sich. Mal schauen. Gucken wir mal. Gut, beide sind angekommen. Wunderbar. Damit Aufgabe beendet. Sehr schön. Ich bringe das Schneidwerk zurück und bereite uns auf die nächsten Folgen vor. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Gerne einen Daumen und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Danke euch. Ciao, ciao.